und herzlich willkommen zu einem Update bei Wir probieren. Ja, ein, ja. Wir zeigen mal, was wir noch so auf Halde haben. Auf genau, genau. Update war eigentlich schon richtig. Weil wir haben noch so viel Zeugs rumstehen. Wir haben ja aktuell den Rockstar Month am Laufen. Ja. Aber wir haben einfach so viel Zeugs in letzter Zeit gespendet gekriegt, dass wir echt wir überlegen ernsthaft, nach dem Rockstar Month, wenn wir das alles abgedreht haben, die Schlagzahl zu erhöhen und zu sagen, hier, jeden Tag zwei neue Videos pro Stunde. Zwei pro Woche, weil sonst kommen wir da echt nicht nach. Wir haben euch ja schon in unserem Update von der Intergastra schon einiges gezeigt, was alles noch kommt. Aber es wurde noch mehr. Zeig doch mal. Genau. Hier haben wir zum Beispiel für unsere Mate-Meisterschaft, für die deutsche Mate-Meisterschaft, einmal die Muntermate und einmal wurde noch dazu geschickt Frolunder, beides ehemals aus dem Premium-Kollektiv, also die hatten mit Premium-Cola zu tun, haben sich mittlerweile abgespaltet, aber ist im Prinzip immer noch gleiches Wirtschaftskonzept. Team Mate, auch wieder für die Mate-Meisterschaft. Schöne mexikanische Battle-Maste. Wir machen genau weiter mit Mate. Kolle Mate. Kooperativ und kollektiv organisiert. Genau, kommt aus Dresden. Hieß früher Zickzack Mate, werden wir dann aber in der jeweiligen Folge nochmal näher drauf eingehen. So. Tams Rotbier. Genau, Tams Rotbier wurde gespendet von Temetum. Ist ein Shop, der eben ähnlich wie jetzt Drink4U oder American Food4U Produkte aus den USA importiert. Und die haben jetzt wohl ein eigenes Rootbeer auf den Markt gebracht oder vielleicht auch nur umgelabelt. Auf jeden Fall, also das ist ein deutsches Produkt, weil Wandlogo und so weiter. Sieht total aus wie A&W Rootbeer. Ja. Das ist genau das Gleiche. Aber da bin ich gespannt, weil Rootbeer ist ja nicht... Es gibt ja nicht so viele auch. Ne? Ja, doch, also bei uns in den USA schon. Ja, klar. Ja, aber bei uns, es gibt im Prinzip in Deutschland kaum Rootbeer, weil es einfach den deutschen Geschmack auch nicht, also den deutschen Mund nicht halt schmeckt. Nicht. Und da bin ich jetzt gespannt, ob die das dem deutschen Geschmack angepasst haben oder ob das einfach, naja, wird sich zeigen. Dann haben wir noch die kleinen Medizinpullen, die Zuckerpeitsche. Zuckerpeitsche, genau, wurde mir kürzlich erst gespendet aus der Schweiz. Also habe ich auch nicht angefordert oder so, das kam einfach direkt mit der Post. Keine Beschwerde, immer her damit. Und ja, klar. Und habe ich gedacht, oh, super, Zitronenlimonade. Und hier, was haben wir? Rhabarber, Tonkabohne, genau. Fräulein Frieda. Kakistische Sexscheiße. Und hier, Zuckerpeitsche, Mate. Ich gedacht, oh, schön, toll. Mate. Und dann lese ich so, Limonadensirup. Tritrop. Also, mach's dir selbst. Ja, war auch dann im Begleitschreiben mit dabei gestanden, dass es... Machst du selbst. Nee, dass es sich um Sirup handelt. Wo ich mich frage, hat dieser Mensch unsere Sendung schon mal gesehen? Wahrscheinlich nicht. Der sollte eigentlich wissen, dass wir auch keine Säfte und sowas zum selber punchen eigentlich machen. Nee, weil wir nehmen das fertige Produkt. Genau, wir nehmen eigentlich nur Fertigprodukte. Das machen wir ja auch. Ja, würde ich auch sagen. Wir trinken das einfach pur, den Sirup. Zack, fertig. Machen wir ja immer so. Und wir haben es in der Intergastra-Folge schon angekündigt, dass wir unter anderem von Drinks and More noch ein Paket kriegen. Und eigentlich habe ich ja gedacht, ja, zeig mal ruhig. Eigentlich habe ich ja gedacht, naja gut, die schicken uns Snapple zu, weil das hat uns ja interessiert. Es ist ein bisschen mehr geworden. Und zwar haben die uns einfach mal ihre ganze Produktpalette geschickt. Wirklich alles, was die im Petto haben. Nämlich das, was sie hier neu auf den Markt gebracht haben, was sie auch auf der Intergastra vorgestellt haben. Die Muskulaturmilch. Genau, Muscle Milk Protein. Vanille, Schokolade. Vanille, Schokolade, Erdbeer. Das ist einmal. Dann Vita Coco. Nicht Vita Cola, Vita Coco. Genau. Peach und Mango. Pineapple, also Pina Colada für Arme. Einfach nur Coconut Water. Genau. Und Orange. Genau. Never from Concentrate. Oh, interessant. Mhm. Also vom Real Fruit Juice. Dann, Vitamin Water. Genau, Vitaminwasser. Antioxidant. Defense. Für sich ist das hier. Das hier ist Zitrone, Holunderblüte. Reload. Das ist Zitrone, Limette. Und Care. Grapefruit Geschmack. Genau, Schönheit kommt von innen. Genau, aus meinem Daumen. Genau, und dann geht's weiter mit dem, was wir eigentlich angefragt hatten. Snapple. Einmal Mango Madness. Genau. Dann Shake einmal Fruit Punch Bunch. Multi, wie man es auch manchmal nennt. Genau. Lucky Lemon. Lucky Number Lemon. Ja.
Heavenly Lemonade. Und auch noch mit einer himmlischen Zitrone. Ja. So, naja, die Passionate Bitch hat auch noch so ein schönes Arschpfirsichchen mit drauf. Super. Und Pretty in Pink Lemonade. Cool. Entschuldigung. Was mal. Mhm. Made from the best stuff on earth. In the world. In the world. Oh, sogar noch haltbar. Sind wir gar nicht gewohnt. Mal keine abgelaufene. Aber was ich gerade sehe, das sind... aufgeklebt, ne? Ja, yeah, das heißt, das sind Originalprodukte aus Großbritannien. Ja, UK. Sehr gut. Also nicht irgendwie deutsch, sondern... Nichts eingedeitscht, sondern Originale. So, ihr seht, der ganze Tisch ist schon wieder voll mit... Plus, wir haben noch Interesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Folgen. Plus das, was wir in der Gastra-Folge noch vorgestellt haben. Plus noch weitere Halde. Plus das, was wir, also das sind jetzt nur die Spenden. Dann haben wir ja noch selber Sachen eingekauft, die noch so rumstehen und weggedreht werden müssen. Wir drehen uns tot. Ja, also ihr könnt euch auf einiges freuen. Also wir kommen eigentlich nicht drum rum. Wir müssen Schlagzahl erhöhen, zumindest mal kurzfristig, um einfach mal das Zeug zu verschaffen. Einfach wieder das Pfandzimmer freiräumen. Ja, Pfandzimmer. Muss man das echt nennen. Also... Bei mir sieht's aus, bei dir sieht's aus. Bei mir stapeln sich schon die Wandschränke und Dachböden voll. Also, es lohnt sich. Ja, also freut euch auf mehr. Stay tuned.